Ja, hallihallo, Wetter ist schön, lange nichts mehr gemacht, aber fangen wir einfach da an, wo wir aufgehört haben. Heute machen wir Schmetterlinge. Die haben wir einmal abwärts und aufwärts, haben wir die glaube ich noch nicht gelernt, aber die sollten relativ leicht fallen, wenn die abwärts schon funktionieren. Wir erinnern uns, gucken, wo die Hand oben ist, die Kreise immer kleiner. Im Prinzip können wir das hier auch machen, nur anders. So, jetzt möchte ich von da einen Ebenenwechsel machen, sprich, auch mal für die seitliche Kamera, ich gehe von der vorderen Körperebene zur hinteren Körperebene. Das heißt, ich nehme jetzt eine Hand aus dem Schmetterling raus und tue die an die Seite. Und tue die wieder rein, immer mit rechts und links üben, tue die wieder rein. Das hat den Vorteil, dass ich mich später mehr dadurch drehen kann. Sprich, wenn ich jetzt im Abwärtsschmetterling bin, den rausnehme und die andere Hand auch rüberziehe, dann bin ich danach im Aufwärtsschmetterling. Dementsprechend, wenn ich es zurück mache, bin ich wieder im Abwärtsschmetterling. Jetzt nochmal von vorne, Abwärtsschmetterling, Hand an der Seite, anderen Buch. So, ja, so viel erstmal dazu. Viel Spaß damit!